Wie im Übrigen auch Jelena Slezarenko erneut, Melanie Melfort, Anna Cicerova. Die Fehlversuche nehmen zu. Die Spanierin Beitia ist ebenso wie die Russin Skolina bislang drüber. Hat sich rar gemacht zuletzt. Nicht so viele Wettkämpfe wie sonst. Hat ein bisschen gelernt, glaube ich auch, von Ariane Friedrich und aus den schmerzhaften Niederlagen bei den Olympischen Spielen und natürlich auch beim Golden League und vor allen Dingen in der Halle bei den Hallen-Europameisterschaften. Sie will jetzt hier sehen, wie sie in den Wettkampf kommt. Ja, ja, das ist alles sehr souverän. Mein lieber Mann, das kann heute... Emma Green hat einen ungültigen über 1,96. Die Schwedin, die dritte bei den Weltmeisterschaften, 0,5 im eigenen Land. Jawohl! Hauptsache drin geblieben für Emma Green. Neunte der Olympischen Spiele war hier an gleicher Stelle, als ja der Hochsprung Bestandteil der Golden League war. Beim ISTAF fünfte in dieser Saison an dieser historischen Stelle. Denn hier in diesem Olympiastadion hat damals Rosi Ackermann vor 32 Jahren zur Technik Nummer 1 wurde. Melanie Melfort, frühere Melanie Skotnik. Deutsche Meisterin 2003, jetzt Frankreich. Scheidet aus und wird am Ende Neunte mit übersprungenen 1,92. Diese Skolina aus Russland, ihr erster Versuch über 1,99. Das ist die neue Höhe. War vierte in der Halle, als Ariane Friedrich gewann in Turin. In diesem Winter hat sich verbessert auf jeden Versuch. An dieser Höhe scheiden sich schon die Geister. Die langte auch schon mal für einen WM-Titel, aber das ist ein paar Jahre her. Inzwischen muss man wieder 2 Meter springen. Und sie schafft's. Als erste drüber, schlagartig in der besseren Position. Sie hatte vorher einen Fehlversuch. War ein Nachteil gegenüber Beitia und Skolina, vergessen wir nicht. Da gibt es ja auch einen Hartringen. Das lassen sie ziemlich ruhen im Training. Athletin soll heiß sein auf Springen. Na ja, der Bizeps ist auch ganz ordentlich. Günther Eisinger. Die Fixierung der Latte, dann hier diese Position, dieses über die Latte schlängeln. Aber da ist nicht viel Platz, das muss man einfach sagen. Das ist bei Blanca. Di Martino, die Italienerin. Aber ich glaube, Ariane Friedrich markiert ein bisschen die starke Frau. Und das hat ja in der Vergangenheit Spuren. Emma Green, die Schwedin. Hat schon mal eine WM-Medaille vor 4 Jahren in Helsinki. Da war es kalt, da war es regnerisch. Ja, man darf nicht vergessen, die ist in diesem Jahr noch nicht über 1,95 gesprungen. Also höher als 1,95, um es genau zu sagen. Deswegen schon beachtlich, dass sie hier 1,96 erreicht hat. Der Blick gehört hat, aber hier im Stadion ist. Und da begann das Desaster, da ging ihre Vorherrschaft zu Ende. Und das raubte ihr das Selbstbewusstsein. Das war deutlich anzumerken. Die ganze Dominanz, die Souveränität war dahin. Sie hatte nicht damit gerechnet. Sie war auch nicht vorbereitet, dass eine andere ihr die Vorherrschaft streitig machen könnte. 1,99, das ist ein Klacks normalerweise. Die bisherigen 3 Versuche, die waren richtig souverän.
Uiuiui. Zeit, kurze Zeit nur für ihren vielleicht letzten Versuch. Emma Green über 1,99. Die Schwedin will dabei bleiben. Sechste Hochspringerin über diese Höhe? Nein. Es sind nur noch fünf im Wettbewerb. Ariane Friedrich und Blanka Blažić. Doch wieder zum Sport. Wir schalten rüber zum Sport. Die können sowas überhaupt nicht gebrauchen hier, die Hochspringerinnen. Die müssen sich auf ihren Job konzentrieren. Die Latte ist auf 2,02 Meter hochgesetzt worden. Anna Čičerová, die Russin, ist die Zweite und die Erste, die drüber kommt. Guckt mal einer an. Betia, die Spanierin, hat gerissen und sie ist plötzlich in der Vorlage. Wir erinnern uns, Ariane Friedrich und Blanka Blažić hatten bei 1,99 so... Es spricht für ein faires Publikum, auch der Gegnerin die Unterstützung zu geben und für ein fachkundiges Obendrein. Sie kann es eigentlich nicht gebrauchen, diesen Lärm. Sie hat es lieber ruhig, aber die kann das Stadion jetzt nicht mehr zähmen. Jetzt wird es eng. Der sah schlechter aus noch. Die Korrektur hatte keine positiven Auswirkungen, im Gegenteil. Was sich schon bei 1,99 andeutete, mit dem Rücken schon streift sie die Latte und der Allerwerteste ist dann der Körperteil, der die Latte zu Fall bringt. Antonietta Di Martino. Nein, die Italienerin gerät ans Limit. Zwei Meter ist ihre Saisonbestleistung, aber 2,03 ist sie schon mal gesprungen. Das war vor zwei Jahren, als sie eben Zweite wurde bei den Weltmeisterschaften. Damals mit der Silber. Erst zwei Tage vor der Qualifikation ist sie nach Deutschland gekommen, so lange wie möglich zu Hause. Was soll diese Geste? Ist sie nicht laut genug? Doch, doch, sie hat gesagt, warum habe ich es nicht gleich geschafft? Verstehe ich nicht. So einfach. Und wenn wir jetzt meine Zeitlupe sehen, wie viel Platz da noch war. Also, was da drin ist, was da möglich ist, wenn alles passt. Das war aber sehr deutlich drüber. Das waren zwei. Und das ist natürlich ein Zeichen. Braucht sie offenbar. Ruhe im Stadion. Maßarbeit, würde ich sagen. Da passte aber wirklich kein Blatt Papier dazwischen. Das weiß auch. Aber sie hat sich noch mal gerettet. Und das zeugt von Kampfgeist. Und das zeugt davon, dass man Selbstvertrauen hat. Und da schreit sie es raus und könnte in jeder Rockband ganz vorne an der Bühne stehen. Nicht nur wegen der Frisur. Anna Čičerová macht den Anfang, die die vorgelegt hatte bei 2,02. Und das sah gar nicht so schlecht aus. Also, es ist ein Dreikampf geworden und es wird uns noch fesseln einige Zeit. Der Gluteus Maximus touchiert die Latte. Ein faires Publikum, müssen wir sagen. Sie möchte es gerne eingeklatscht haben. Ich kenne da andere Stadien, wenn wir jetzt hier beispielsweise, naja, ich will nicht sagen, wo wir
wahrscheinlich Pfiffe ernten würden, wenn die Favoritin aus dem eigenen Land kommt und eine andere ihr davon zu springen droht. Nein. Das letzte Mal, als sie aufeinander trafen, das war in Monaco. Vlasic und Friedrich. Da gewann die Kroatin mit 2,03 Metern. Bei gleicher Höhe gegen Ariane Friedrich. Das war ihre einzige Niederlage der Frankfurterin gegen die Kroatin. Da ist etwas Unerwartetes eingetreten. Eine Regel, die jetzt greift im Hochsprung. Countback, sagt man auf Englisch dazu. Man zählt zurück auf die nächste Höhe. Bei 2,02 war sie im ersten Versuch drüber. Anna Cicero war, die eigentlich schon bei 1,96 einen ungültigen Versuch hatte. Deswegen führt sie derzeit. Und wenn sie jetzt alle ihren Wettbewerb beenden würden mit übersprungenen 2,02, dann wäre die Russin. Dann wäre sie die Olympiasilbermedaillengewinnerin, hier Weltmeisterin. Schnell im Anlauf. Der zweite Versuch über 2,04 Meter. Dann ausholen zum Gegenschlag, zum Konter. Mit dem Friseur würde ich mal reden. Der kann auch nichts dafür. Ja. In dieser Konkurrenz, bei diesen Bedingungen. Ja. Lauf. Jetzt sind sie. Das können Sie sich vorstellen, liebe Zuschauer, was das erleichternd ist. Das haben Sie jetzt alle bei Usain Bolt gelernt. Erst wieder die 2,6 springen. Sie aber jedoch versucht's. Sie nimmt die 2,4. Die Luft ist raus. Und jetzt weiß sie relativ schnell, ob Silber ist. Medaille hat sie gar nicht gerechnet. Sie ist mit 1,96 hierher gekommen. Sie war völlig verunsichert. Sie war auch verletzt. Und dann eben doch die Steigung. Ja! Fast geschafft! Und dann reißt es. Die Nummer durch. Und sie hat eine gute Show geboten. Und sie ist Weltmeisterin. 2 Jahre im Lande der Gegnerin. Und alle freuen sich mit. Sportlich fair. Und warum freuen sie sich? Weil es ein toller Wettkampf war. Und weil das das ist, was den Reiz der Leichtathletik ausmacht. Nämlich, erstmal wird Ariane Friedrich gefeiert. Sie muss sich nicht entschuldigen. Sie hat eine Medaille. Der Erwartungsdruck war riesig. Und ich meine, man hat sie auch so ein bisschen angemerkt. Denn alles war auf Gold programmiert. Und das ist immer gefährlich. Aber der letzte Sprung über 2,06 hat gezeigt, sie ist zu Recht dort, wo sie steht. Und sie hat sich nichts vorzuwerfen, hat einen guten Wettkampf gezeigt. Vergessen wir nicht, in Peking vor einem Jahr war sie nur Siebte. Da funktionierte gar nichts. Ist relativ schnell aus diesem Trauma rausgesprungen mit dem Sieg in Brüssel über Vlasic. Und schauen Sie, wie knapp das war. Habe ich nicht vorher gesagt, es sind die Kleinigkeiten. Viele Wettkämpfe gemacht. Hat sich rausgenommen, nochmal trainiert, technische Sicherheit gewonnen und einfach mal ein paar Dollar oder Euro sausen lassen. Faire Geste von Ariane Friedrich, muss man wirklich sagen. Das sah im Ansatz aber gar nicht so schlecht aus. Die Frage, ob sich jetzt befreit springt oder ob die Spannung, die nötige Spannung weg ist, ob sie jetzt noch mal weitermacht, dass sie es drauf hat, glaube ich, da sind wir uns einig. Da gab es schon einige Versuche, die
wenn sie wirklich real gemessen werden könnten, 2,10 Meter betragen haben bei ihr. Die Fußballfans unter ihnen werden sich noch ein paar Minuten gedulden, aber wir das war schon ein bisschen deutlicher als beim ersten. Aber sie scheint immer gleich zu wissen, was sie falsch gemacht hat. Auf jeden Fall zu spät abgesprungen, zu nah dran an der Latte. Das konnten selbst wir hier ausmachen. So, dann nimmt sie noch mal diesen. Ariane Friedrich hat da die deutsche Fahne schon in der Hand. Die ist schon drauf und dran. Und bereit für die Ehrenrunde hier. Und ich finde, sie macht einen prima Eindruck und steckt das locker weg, denn ganz sicherlich wollte sie unbedingt Gold haben. Ordentlich, wie eine Hausfrau-Nummer ist, faltet sie also das feine Tuch zusammen und macht sich dann an die Arbeit. Nochmal die Nase putzen. Wir haben gehört, dass sie im Training die 2,08 Meter schon attackiert hat und bei einem Seil drüber gesprungen ist. Aber das hier ist natürlich was anderes. Kann sein, dass die Luft raus ist, kann sein aber, dass es hier so viel Adrenalin gibt, dass sie zurückgekommen ist, dass sie die Krone wieder auf ihrem Haupt hat, dem Solidierten nach der Qualifikation, dass sie jetzt noch mal die paar extra Prozent draufpackt, die es ja braucht für eine außergewöhnliche Leistung. Und immerhin würde sie $100.000 hier gewinnen, vergessen wir nicht. Der Weltleichtathletikverband versüßt immer noch die Weltrekorde. Ich finde kein gutes Zeichen in diesen Zeiten mit dieser sechsstelligen Summe. Tun sie es nicht, springen sie die Weltrekorde woanders. Gegen genauso viel den Dreien da vorne heute gereicht. Dennoch bleibt die Lust der Zuschauer am Unerklärlichen oder am Menschenmöglichen. Je nachdem, wie sie das sehen. Also 2:04, Blanka Vlasic hat die Nervenschlacht im Olympiastadion durchgestanden, hat ein kleines Trauma besiegt, ist Weltmeisterin und zum Schluss zeigen sich alle versöhnt mit einem tollen Wettkampf. Es ist der stimmungsvolle Schlusspunkt eines außergewöhnlichen Leichtathletikabends. Niemand spricht mehr vom Debakel der deutschen Mannschaft in Peking, als sei ein neues Zeitalter angebrochen. Das ist es nicht, aber die Leichtathletik macht wieder Spaß. Jetzt ist hier nur noch Party. In Kroatisch, in Deutsch, auf Jamaikasch. Egal, was sie tanzen, das ist jetzt wurscht. Jetzt wird gefeiert und jetzt ist hier Party. Und die Bilder liefern wir natürlich nach. Denn das war ein toller Leichtathletikabend mit einem wunderbaren Schlusspunkt und einem spannenden Wettbewerb. Und jetzt lösen sich hier alle Ventile. Und jetzt schreit sie hier den Druck hinaus, den sie hatte. Und am Ende ist sie wieder, ich würde sagen, die verdiente Siegerin. Die Zehnkämpfer, die machen wir noch so, das versprechen wir ihnen. Die werden ein bisschen länger brauchen. Pascal Derbruch mit einer Außenseiterchance auf eine Medaille. Vielleicht auch auf Bronze wie Ariane Friedrich.